Servus Leute, im heutigen Video geht es um Caban und seine Location, den Autohandel, was man da beachten sollte, wie man ihn am besten bekämpft, was es für Schleichwege reingibt, was man da für Loot rausholen kann und auch was man als Scav da für Loot rausholen kann. Alles in diesem Video. Viel Spaß! Der Lexus-Autohandel und Spawn von Caban auf Streets. Erstmal will ich drüber sprechen, wie man da am besten reinkommt, ja. Es liegen ja ein Haufen Minen außenrum und wo sind da die Lücken? Wie kann man da rein? Es gibt die zwei Haupteingänge und es gibt auch noch ein paar Schleichwege. Und es ist gleichermaßen als PMC und als Scav interessant. Je nachdem, wenn man 6er Scav-Kammer hat, kann man auch mit Caban ein bisschen ja, mitlaufen und schauen, was er so geschossen hat. Also, ich stehe hier auf der Straße vor der Polizei. Hier ist die Polizei, das ist so die Hauptkreuzung. Und wir sind hier am ersten Haupteingang vom Autohandel. Und wir machen jetzt erstmal eine Trockenübung. Ich zeige euch erstmal, wie man hier am besten reingeht. Und zwar hier, da ist ein MG. Das ist erstmal ein Knackpunkt. Aber wir fangen mal von rechts an und dann arbeiten wir uns ringsrum vor. Also, es gibt hier schon den ersten Schleichweg, den man reingehen kann. Und das ist, wenn man hier entlang geht, da auf diese Palette springt und dann hier in das Fenster rein. Bedenkt, wenn ihr das macht, Caban kann da drinnen stehen und auf euch warten. Genauso wie die Wachen, die kommen dann auch ziemlich schnell. Und wenn ihr den Sprung daneben setzt, dann landet er hier in den Minen. Das Weitere... Des Weiteren hier, ich würde nicht weiter als die Hälfte hier von diesem Gehweg rangehen, weil dann gehen die Minen schon hoch. Ihr seht hier das Schild, also die Hälfte von dem Gehweg und dann gehen die Minen hoch. Am besten bleibt ihr hier ganz auf der Straße, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dann sind wir hier am ersten Haupteingang. Hier geht es natürlich nochmal rein, ne? Wenn Caban da ist, sitzt hier eine Wache am MG und hier oben auch eine am Granatwerfer. Da kommen wir gleich noch dazu. Hier am MG und wenn man hier reingeht, dann am besten immer eine Nade hier in die Nähe von diesem MG, dann geht die Wache hier weg. Ich werde euch das natürlich gleich noch in der Praxis zeigen. Und dann die Wachen erledigen. Die können hier sein. Caban ist hier rechts drin. Und wie wir gegen ihn kämpfen, gehen wir gleich noch drauf ein. Wir schauen erstmal, wie man überhaupt in diese Location reinkommt. Und dann weiter geht's. Also, wenn Caban da ist, geht auch dieser Lag-Trick. Es laggt bei 48 nicht, wenn Caban gespawnt ist. Dann hockt auch meistens hier eine Wache am Granatwerfer. Das heißt, man sollte diese Kreuzung hier weiträumig meiden. Wo ich jetzt bin, der würde mich sofort platt machen. Hier hinten schießt er auch noch hin, da. Und hier drüben und sowas. Also ihr müsst da aufpassen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob Caban da ist, meidet diese Kreuzung. Und ja. Wenn man von hier kommt, dann hat man das Problem mit Sniper-Scavs. Hier oben auf dem Gebäude sind dann ein, zwei Sniper-Scavs. Da kann auch so einfach mal ein Sniper-Scav sein. Wenn Caban da ist, sind da Wachen als Sniper-Scavs. Die kann man von hier aus ganz gut wegschießen. Je nachdem, die müssen nicht da sein. Die können auch drüben auf dem anderen Dach sein. Die bewegen sich recht. Aber behaltet die im Hinterkopf. Und wenn ihr sie seht, dann macht sie sofort platt. Und ansonsten von der Seite hier, das ist meine bevorzugte Seite, wie ich zu Caban reingehe, weil es halt einfach besser ist. Auf der anderen Seite, da mit dem MG, da hat man die Polizei im Rücken, sehr viel Crossfire, Spieler, die einen nerven. Und das ist hier der zweite Haupteingang. Und wenn man hier reingehen will, dann hat man hier dasselbe Problem. Also angenommen, man ist hier vorne. Wenn man hier schon hinläuft und Caban da ist, dann beschießt dann schon das MG. Das heißt, das kann man vergessen, dass man hier so rumpiekt. Das ist keine gute Idee. Genauso wie hier oben sind auch wieder Sniper-Scavs. Möglichkeit, hier kann auch einer stehen. Immer darauf achten, wenn man hier rein will. Also das Beste ist, wenn man hier in diesen Eingang rein will, eine Granate hier so rein. Dann sind die vom Granatwerfer und vom MG weg. Und am besten noch eine direkt danach, weil man braucht noch ein bisschen mehr Zeit, dass sie auch nicht wieder hingehen. Dann rennt man hier rein, hockt sich hier hin. Dann ist man erstmal auf der sicheren Seite. Hier raus pushen tun sie nicht. Und dann kann man anfangen, die zu bekämpfen. Dann kommen wir noch zu einem Schleichweg. Dazu braucht man den Aspect Key. Achso, mit den Minen ist es genauso wieder hier. Ne? Also die Minen hier, ich würde auch hier diesen Bereich komplett meiden. Also ich würde bloß ab hier auf der Straße laufen. Hier drüben ist eine Ausnahme. Hier weiß ich es gar nicht. Auf jeden Fall haltet euch fern von da. Hier drüben ist eine Ausnahme. Da braucht man den Aspect Key. Den zeige ich euch gleich mal. Den hat Caban meistens dabei. Der kostet 80.000 bis 200.000. Ich habe ihn schon für 200.000 gesehen. Also kostet ein bisschen Kohle. Aspect Company Office Key. Und dann kann man hier rein. Da hat man keine Probleme mit den Haupteingängen. Und auch wenn da Spieler drin sind und so, kann man da
sehr gut reinkommen und in den Fight einsteigen und über die Haupteingänge mit den MGs und sowas ist es viel unübersichtlicher, also wenn man den Aspekt hier hat. Gute Sache, kann man nutzen. Ich nutze es sehr gern und investiere das Geld, aber das müsst ihr für euch selber wissen. Und dann gibt es noch einen weiteren Schleichweg. Und zwar kann man hier über diese Mülltonne da hinten reinspringen. Ja, oder hier in die Minen laufen. Das ist natürlich auch schlecht. Ich blende es euch noch kurz ein, den Schleichweg. Lauft nicht da lang, wo ich bin. So sehen die Minen aus. Ich blende euch den Schleichweg noch ein. Und kommen wir zu Kaban in der Praxis und hier von meiner bevorzugten Seite, der Aspect-Seite oder hier über den Steak Grill. Wichtig ist von dieser Seite, dass ihr hier nicht zu diesem Truck geht, wenn Kaban da ist und die Wache am Granatwerfer sitzt. Dann werdet ihr da direkt zerlegt. Das ist genau dasselbe wie auf der Kreuzung auf der anderen Seite. Und deshalb geht man hier lang. Da hat man auch die Wahl, ob man übers Aspect-Building gehen will oder ob man direkt übers Main-Building geht, übers Aspect-Building. Ja, das ist einfacher, insbesondere wenn andere Spieler da sind oder so, empfiehlt sich das. Und wenn man hier ist, muss man dann schon darauf achten, Sniper-Scavs, ob die hier irgendwo sitzen, die können hier oben sein. Das sind dann auch Guards, muss man aufpassen. Wenn nicht, muss man sie innen erlegen, je nachdem, wo sie halt gerade sind. Hier oben können sie auch sein. Und dann geht's los. Man muss als erstes den MG-Schützen und den Granatwerfer-Schützen vertreiben. Das heißt, man nailet hier einmal. Dann hört man sie rennen und schreien. Und dann direkt nochmal. Da oben ist ein Sniper-Scav. Das ist gefährlich. Den müssen wir jetzt als erstes erledigen. Und dann direkt rein. Granate reicht noch von der Zeit her. Und sie kommt zurück. Falls das der Fall ist, schnell reagieren. Das war jetzt etwas langsam, der Eintritt. Oben Sniper-Scav. Haben wir gesehen. Am besten eine 762-Waffe spielen. Dann kann man die One-Shotten. Mit einer 556-Waffe wird es schwierig. Und das sind auch schon Guards. Der hat 8 Guards. Können aber auch normale Scavs sein. So, dann schauen. Wenn hier ein Kopf auftaucht, hockt noch einer am Granatwerfer. Ist gerade nicht der Fall. Dann kann man hier schauen. Oh, kommt der Granatwerfer-Schütze gerade? Dann kommt er raus. Er kommt raus. Das war aber ein normaler Scav, keine Guard. Und dann schaut man. So. Wichtig ist, wenn man hier reingeht, dass die Wachen immer eine nach der anderen kommen und nicht gleichzeitig. Deshalb erst die Wachen erledigen und dann Kaban, weil wenn man Kaban erledigt, pushen alle Wachen gleichzeitig und dann hat man ein Riesenproblem oftmals. Jetzt schauen wir weiter. Immer hier langsam um die Ecken rum, ob Kaban oder ob hier irgendwo eine Kaban-Wache steht. Kaban kann auch schon hier sein. Ist er auch. Immer darauf vorbereitet sein. Jetzt kommen aber schon die Wachen, das ist das Problem. Hier jetzt am besten einmal zurückziehen und sie kommen. Nachladen. Okay. Das war jetzt suboptimal, dass Kaban so weit vorne stand. Aber so kommen wenigstens alle Wachen gleichzeitig. Auf sowas müsst ihr vorbereitet sein. Hier steht noch eine Wache. Ja. Da hinten ist noch eine. Ach, der will nicht so wie ich. Ich glaube, das ist ein normaler Scav. Aber muss nicht sein. Ist immer schwer zu erkennen. So, Sniper-Scavs sind tot, Kaban ist tot. Es war jetzt ein bisschen unkonventionell, dass Kaban hier direkt an der Ecke stand. Normalerweise steht Kaban nicht hier, er kann hier stehen. Er steht gerne mal hier. Dann kommt man hier einfach rum und gibt ihm. Und vorher sollte man möglichst viele Wachen erledigen, ihr seht warum. Scavs normale laufen hier auch rum. Und dann, wenn man die Wachen erledigt hat, immer noch hier oben, ne? Und auf den Sound achten, oben auf Sniper-Scavs achten. Sniper-Scavs hören sich so an, als wären sie unten, sind aber auch gerne oben, das müsst ihr bedenken. Und dann auch eine typische Position für Kaban, also natürlich sind auch gerne Wachen hier am MG. Und die kann man dann auch von hinten wegholen, je nachdem. Und wenn Kaban hier hinten drin steht, wo er gerne steht, nadet man hier. Woher kommt jetzt die Nade? Und dann kommt er hier angelaufen und man kann ihm einfach geben. Vollautomatische Waffe, mit der man gut zurechtkommt, das ist wichtig. Kaban looten. Als allererstes, ihr habt meistens eine PKM, eine PKP für die Gunsmith Quest, wenn ihr die braucht. Als erstes mal Kaban looten. So, also, nehmt ihr die PKP mit, genau, die Pistole und dann natürlich die Taschen. Immer schauen, was für Ammo hier drin ist.
Das ist BT-Ammo, sehr gute Ammo. Er kann den Lexus-Key haben, er kann den Aspect-Key haben, er kann Keycards haben. Ich habe schon eine Tiger von ihm bekommen, diesen Vibe. Ja, muss er nicht. BT-Ammo, sehr gute 762x54-Ammo und davon 300 Schuss. Das ist natürlich zu empfehlen. Man kann jetzt natürlich weitergehen und hier alle Wachen looten und sich Zeit lassen. Als PMC würde ich das nicht empfehlen. Nehmt ein paar Wachen mit, nehmt was ihr könnt und dann raus hier. Weil kommen wir zum Loot hier in der Car Dealership. Wie gesagt, wenn ihr als PMC unterwegs seid, dann solltet ihr hier nicht zu viel Zeit verbringen, weil ja, die meisten haben den Fight wahrscheinlich gehört. Es kommen dann einige her und um 33, 34 sowas rum, bei Minute 33, da spawnen dann Scav-Spieler und die kommen oft hierher. Als Scav ist es hier oft rentabler, da kann man sich mehr Zeit lassen. Als PMC würde ich euch raten, lootet Carbine ein, zwei Wachen und dann raus hier. Das ist einfach vom Risiko her. Um nochmal die Keys zu erwähnen, die Carbine sehr gerne dabei hat, ist es einmal der Car Dealership Closed Section Key. Der Lexus Section Key heißt er. Der ist so 580.000 wert. Und der Aspect Key, der ist 80.000 wert. Ich habe ihn auch schon mal für 200.000 gesehen. Der ist bloß für die Tür hier hinten, dass man da rein und raus kann. Und dann schauen wir uns mal kurz den Loot an. Und wie gesagt, also hier so wirklich durchlooten, würde ich als Scav empfehlen. Als PMC kann man es dann auch machen, je nachdem. Nach Situation. Also, hier ist eine Technical Crate. Dann schauen wir weiter. Hier dieses Gebäude, dieses Aspect Building ist sehr interessant. Hier gibt es natürlich einen Haufen Valuable Loots. Hier können Bitcoin spawnen und sowas hier oben drauf. Und so. Dann hier sind auch noch Valuable Spawns auf den zwei Tischen. Dann hier habe ich schon Ledex gefunden, Med Spawn, hier eine Med Box und so weiter. Duffelbags, ein Haufen hier Cabinets. Könnt ihr alle als Scav durchgehen, als PMC könnt ihr das natürlich auch machen. Hier steht auch noch ein Cabinet. Hier in dem Raum spawnen einige Stims, Mets und sowas hier in den Regalen. Jetzt liegt gerade gar nichts da, aber normalerweise liegen hier Stims und sowas. Da steht auch noch ein Cabinet. Und oben gibt es auch noch einige Cabinets in diesem in den Räumen hier. Da, da. Also als Scav könnt ihr euch im Prinzip hier allein an diesem Gebäude komplett volllooten. Da sind noch welche. Und dann hier hinten, hier in der Ecke steht auch noch eins. Hier hinten gibt es einen Raum noch, da ist ein Safe drin. Das ist der Supply Department Director's Office Key. Der kostet so 12.000 oder so. Da ist ein Safe drin. Wenn man den Key hat, kann man den natürlich auch noch mitnehmen. Und ansonsten war es das mit dem Gebäude. Aber wirklich ein sehr, sehr gutes Gebäude, insbesondere für Scav-Spieler. Und dann schauen wir weiter. Hier hinten sind noch verteilt ein bisschen Duffelbags und sowas. Und wenn man hier reingeht, in diese Garage, auch als Scav weniger Risiko, dann können hier überall auch Ledex spawnen, Med-Sachen. Hier ist das, hier sind Boxen, da kann eine Med-Box sein. Hier ist eine große Med-Box, da ist eine Med-Tasche. Und man kann natürlich auch hier oben den Lexus Select Key einsetzen und hier oben drin looten. Wenn man hier die Treppe hochgeht. Aber das lohnt sich nicht wirklich. Der ist 580.000 wert. Da muss man schon Glück haben, ne? Hier, dann kann man da rein. Und ist auch ein Quest Key. Also müsste einmal wieder Quest rein. Und hier oben ist dann hier wieder meine Tafel. Ein bisschen loser Loot liegt da rum. Und dann schauen wir weiter. Hier vorne gibt es noch eine Technical Crate und ein bisschen Bad Stuff. Also hier in den Containern Mad Stuff, Mad Box, hier oben drauf war es. Da hinten ist meistens eine Duffel. Hier ist eine Tactical Crate, die man mitnehmen kann. Und hier ist eine Duffel, da liegt dann gerne mal hier genauso Stims oder so. Können auch Ledex hier spawnen. Und vereinzelt sind hier halt noch ja, so Cabinets und Duffels. Und da hinten ist eine Ammo Box. Hier ist eine Duffel, da sind noch Cabinets. Kann man alles mitnehmen, wenn man will. Hier oben ist auch noch ein bisschen vereinzelt Loot. Und wenn man dann voll gelootet ist, wie gesagt, als PMC schnell raus, als Scav kann man sich hier Zeit lassen, insbesondere als Scav Karma 6, vielleicht ist der Karma noch am Leben, dann kann man das sehr schön nutzen. Dann kann man einen der Ausgänge nehmen und da gibt es noch einen, ein reiner Ausgang, das ist kein Eingang, deswegen habe ich ihn vorhin noch nicht erwähnt, der ist nur zum Rausgehen und da kann man hier Richtung Supermarkt raus, man tritt hier die Tür ein, nicht die Treppe runtergehen, hier unten ist alles vermint, aber was ihr tun könnt, ihr rennt hier und springt hier rüber. Und dann seid ihr auch draußen. Je nach Exit, ne, müsst ihr halt schauen. Ich würde empfehlen, wenn ihr einen Fight im Lexus hattet, immer da mit Painkillern rausrennen und seid drauf gefasst, dass da Leute zumindest an den Haupteingängen auf euch warten. Deshalb, ja, ist der zu empfehlen, da hier ist auch schon vorgekommen, dass hier Leute auf einen warten, aber das ist öfters der sichere und schnelle Weg. Das war mein Guide zu Carbine und dem Lexus Autohandel. Interessant für PMCs und für Scavs gleichermaßen. Ein ziemlicher Hotspot. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen, wie man Carbine besser fightet. Dass man mehr Loot mitnimmt und so weiter. Und lasst euch nicht täuschen, ich sterbe auch noch hin und wieder an ihm. Nicht jeder Fight ist gleich und es kann immer mal was schief laufen, insbesondere wenn noch andere PMCs da sind. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.